Mittlerweile sitzen Abgeordnete in diesem Haus, die kann ich nicht anders bezeichnen als Rassisten. Wer sich so gebiert, ist ein Rassist. Alice Weidel hat meinen größten Respekt. Das ist eine Politikerin, die läuft jeden Tag durch ein Stahlgewitter der Anfeindungen, durch eine Feuerwalze der Verunglimpfungen. Und diese Alice Weidel und auch die AfD, da haben sie jetzt, egal was sie davon halten, das sind Leute, denen geht es nicht um die Karriere in der Politik, denen muss es gehen um ihr Vaterland, um Deutschland. Die müssen ihr Land wirklich lieben, denn wenn du dein Land nicht liebst, dann setzt du dich diesen Gegenkräften, diesen Verleumdungen. Das merkt man doch. Rechtsradikale können spalten, sie können hassen. Wir werden es nicht zulassen, dass sie dieses Land mit ihrer Politik destabilisieren. Dann setzt du dich dem nicht aus.